herzlich willkommen im ZDF Kulturpalast, die Sendung für E-Kultur, Kinder und Tiere. Heute mit diesen Themen: Theaterkotze im Marsch, Falladas Trinker im Gorki-Theater. Metal-Hardcore trifft Tanztheater, der Choreograf Hoffe Schächter. Dominik Horwitz, der preußische Jacques Brel. Und natürlich Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Gerhard Richter, Happy Birthday to you. Heute wird Gerhard Richter 80 Jahre alt. Ein sentimentales, großes Ereignis, ja. Sag mal, Johannes, du solltest doch auf die Torte ein abstraktes Gemälde im Stile von Richter malen. Das sieht hier eher aus wie ein Bakari. Die farbgewaltige, abstrakte Kunst von Bakari wird ja gerade im UCL Grand Museum of Zoology in London ausgestellt. Werke des Schimpansen Bakari werden hier neben Malerei von anderen Tieren gezeigt. Auch diese Orang-Utan-Dame aus Pennsylvania ist dabei. Obwohl die Kuratoren sich über die künstlerische Qualität ihrer Bilder nicht ganz einig waren. Ich denke, dass das Gemälde des Gorilla Samantha hier mit Sicherheit sehr viel stimmiger ist als das Gemälde des Orang-Utan. Was wir hier versuchen, ist, die unterschiedlichen Arten zusammenzubringen und einen breiteren Blick auf ihre Vielfalt zu werfen. Eine erste Erkenntnis im Artenvergleich. Während Primaten sich hauptsächlich gegenstandsloser Kunst verpflichtet fühlen, sind Elefanten noch nicht ganz so fortschrittlich. Hier dominieren noch figurative Referenzen an die äußere Welt. Wie in dem Bild Flowerpot des thailändischen Elefanten Bun Mi. Aber vielleicht ist es ja auch nur eine Phase. Ich meine, Gerhard Richter hat auch eine Menge hinter sich gelassen. Sozialistischer Realismus, verwischter Fotorealismus, Abstraktion, Farbfeldmalerei. Ständig hat er sich neu erfunden und ist heute der bedeutendste Künstler der Gegenwart. Platz 1 im Kunstkompass des Manager-Magazins. Noch vor Bruce Nauman und Georg Baselitz. Aber über so etwas redet er nicht gerne. Gespannte Erwartung in Dresden. Der Meister hat sich angekündigt, höchstpersönlich, zu einer Ausstellung seines Archivs im Lipsiusbau. Scheu setzt sich Gerhard Richter dem Presserummel aus. Man merkt ihm sein Unbehagen an. Zu oft fiel das Wort vom größten lebenden Maler mit den höchsten Preisen. Richter antwortet launig, aber ausweichend auf die Fragen der Journalisten, wie es denn für ihn sei, 80 zu werden. Der wäre ich ja gar nicht gefragt. Der kommt überall. Was soll man machen? Es ist ein gewisser Trost, dass so viele, dass ich gerade jetzt so aufgehoben werde. Das hat auch Nachteile, aber es tröstet ja etwas darüber hinweg. Zu Richters Malerei gibt es ein riesiges Beiwerk, den Atlas. Sein persönliches Ideenarchiv, das jetzt erstmals auf dem gegenwärtigen Stand in seiner Geburtsstadt Dresden ausgestellt wird. 15.000 Fotos und Skizzen, mit denen man sich im Hauptwerk seiner Bilder orientieren kann. Das ist ja auch eine Art Suche nach dem roten Faden. Und dann, ich denke, den gibt es ja. Ja, und wie sieht der aus? Rot. 50 Jahre Bilder schaffen. Schon als jung Avantgarde gehörte Richter zu den Großen in den 60er Jahren, als die Malerei noch einmal neu erfunden wurde. Er hat nach Fotovorlagen unscharfe Bilder gemalt, dann Landschaften und später mit farbsatten Abstraktionen überrascht. Erklären konnte und wollte er seine Kunst aber nie. Im Übrigen interessiert mich, und das betrifft das Malen, das Was und Wie, überhaupt nur das, was ich nicht kapiere. Und so geht es auch mit jedem Bild. Ich finde die Bilder schlecht, die ich begreifen kann. Deshalb ist das Bleibende der Wandel. Und der Ruhm, der sein Schaffen praktisch von Anfang an begleitete, hat nicht dazu geführt, dass sich Richter seiner Sache immer sicher war. Die Suche nach Neuem ist für ihn eine Auseinandersetzung mit dem Bildermachen, ein Ringen mit den Farben, von Zweifeln begleitet. Klappt nicht. Das. Also ich kann das nicht draufspielen, das ist ein Irrtum. Es ist was ganz Selbstverständliches, dass man immer
dass man Fehler macht und die weg, irgendwie wegbringt. Entweder übermalt oder wenn es ganz schief geht, dann muss man es eben dann wegschmeißen. Er ging so weit, seine Arbeiten zu vernichten, die Leinwand zu zerschneiden. Wenigstens hat er die Werke vorher fotografiert. Das Richterarchiv in Dresden hat die Fotos jetzt zum ersten Mal veröffentlicht. Dies ist eine Auswahl von den Bildern, die Gerhard Richter Anfang der 60er Jahre gemalt, aber später dann doch zerstört hat. Die Kunstwelt ist irritiert, denn Gerhard Richter ist der Einzige, dem diese Bilder minderwertig erschienen. Die Werke würden nach heutigem Richter-Marktwert eine 500 Millionen Euro kosten. Einige wären heute wahrscheinlich Meilensteine in der deutschen Malereigeschichte. Wie dieser Pop-Art-Hitler aus dem Jahre 1962. Es war ihm vermutlich wichtig, dass dieses Bild als Motiv irgendwie erhalten bleibt, dass das sichtbar bleibt und nicht wieder verschwindet. Auch wenn das Bild selbst nicht mehr existiert, wollte er das Motiv doch irgendwie gesichert haben und hat es deshalb in seinen Katalog der Werke eben aufgenommen. Das Werk von Gerhard Richter ist ein ständiges Suchen und Verwerfen. Die Atlas-Ausstellung hilft uns, diesen Prozess zu verstehen. Welche Idee führt zu einem Kunstwerk, welche nicht? Die Schriftstellerin Julia Frank, bekennender Richter-Fan, hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Es gibt hier einen Versuch, diese Bilder, die wir alle aus den Konzentrationslagern kennen, zu bearbeiten, mit denen etwas zu machen, sie zu kolorieren, wie in der Pop-Art. Aber wir sehen, das kann den Bildern nichts antun. Die Bilder bleiben nackt, sie bleiben sichtbar, sie sind nicht zu bearbeiten. Auch in dieser Verschwommenheit bleibt alles das zu sehen, was auf dem Foto zu sehen ist, und es lässt sich nicht bewältigen. Das ist vielleicht das Faszinierende an diesem Künstler, dass hier einer, der vielen als Genie gilt, an seinen Ideen zweifelt und das sogar öffentlich zeigt. Dass er auch mit 80 noch alles auf den Prüfstand stellt und unstillbar neugierig bleibt. Wie schafft er das? Das weiß ich auch nicht. Das ist, wie das Leben so spielt, ne? Es gibt Zufall. Hoffentlich hält es noch ein bisschen an. Ja. So, haben wir wieder was gelernt. Es soll ja immer noch junge Menschen geben, die Gerhard Richter nur aus ihrem Plattenregal kennen. Ich weiß über Gerhard Richter wirklich einfach nur eins, dass er das Sonic Youth Cover gemalt hat zu Daydream Nation. Oder Sonic Youth haben sich das ausgedacht. Als wir diese Platte gemacht haben, wollten wir die Kerze da drauf haben, als Symbol für Licht und Hoffnung. Wir dachten, dass das unsere Musik gut repräsentiert. Das ist die russische Version von Daydream Nation. Die hatten die Rechte an dem Bild nicht und haben einfach irgendeine Kerze fotografiert und so ihr eigenes Gerhard Richter-Bild geschaffen. Ist ja auch ganz hübsch. Und wahrscheinlich sind die Rechte an dem Bild auch nicht ganz billig. Im Oktober wurde ein Kerzenbild von Gerhard Richter für 12 Millionen Euro bei Sotheby's verkauft. Von solchen Preisen konnte der amerikanische Pop-Artist Mike Kelly natürlich nur träumen. Der hat zwar auch ein Sonic Youth Cover bestritten, aber das war auch schon einer seiner größten Hits. Sein Tod letzte Woche erschütterte die Kunstwelt. Vermutlich hat Mike Kelly sich umgebracht. Eines seiner größten Themen war die Kindheit.